Hier nun drei Beispiele zur Ratenzahlung. Das erste ist die Aufgabe 10 auf Ihrem Zettel. Wir haben es mit einem Sparvertrag zu tun. Man kann sich das Ganze wieder aufzeichnen auf einem Zeitstrahl. Das macht es immer etwas anschaulicher. Und da werden immer 4.800 Euro eingezahlt, aber zum Ende eines Jahres. Das heißt, hier vorne zum Zeitpunkt t gleich 0 geschieht noch gar nichts. So, und das geht dann immer so weiter. Und hinterher, nach 20 Jahren, da erfolgt am Ende die letzte Einzahlung. Und wir haben einen Zins von p gleich 6%. Daraus folgt, da wir hier jährlich zahlen, können wir auch mit dem Jahreszins rechnen, dass wir ein Q von 1,06 verwenden können. Unsere Einzahlungen E sind jetzt 4.800. Q haben wir schon angegeben mit 1,06. Und dann haben wir noch N, die Anzahl der Zahlungen bzw. Zinszeiträume mit 20. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, was sie nach 20 Jahren ausgezahlt bekommt, dann wollen wir K20 wissen. Das heißt, wie sieht es aus, wenn ich 4.800 Euro 20 mal einzahle, dann brauche ich wieder die Ratenzahlung und dann setze ich das einfach nur ein. 1,06 hoch n minus 1, 1,06 minus 1. Das kann man im Taschenrechner eintippen und bekommt dann heraus, dass das Ganze 176.570,84 Cent sind, also 0,84 Euro. So, damit haben wir schon die erste Aufgabe berechnet. Das heißt, wir wissen schon, am Schluss hat sie 76.000 Euro. Das heißt, wie sieht es jetzt aus, wenn ich das die nächste Aufgabe bearbeite, das heißt die Aufgabe 11. Dann schauen wir uns mal die Aufgabe an. Wir haben einen kaufmännischen Angestellten, der hat, wir malen wieder am besten ein Bild am Anfang, ein Guthaben. Wenn nichts anderes angegeben ist, ist das immer zum Zeitpunkt t gleich 0. Da sollen 10.000 Euro drauf sein. Er zahlt 8 Jahre lang, das heißt immer noch zum Zeitpunkt t gleich 1, t gleich 2, aber am Ende des Jahres jeweils 1.000 Euro ein. Das heißt, wir haben hier eine Rente, die hier beginnt natürlich mit 1.000 Euro, 3 auch wieder 1.000. Irgendwann hat man keine Lust mehr, das aufzuschreiben. Und die letzte Zahlung findet am Ende von 7 bzw. also am Anfang von t gleich 8 statt. Das darf man identisch setzen. Gefragt ist, hier vergeht noch mehr Zeit. Wir wollen wissen, wie sieht das Ganze zum Zeitpunkt 18 aus, wenn sonst nichts weiter passiert ist und p gleich 4% ist. So, wie kann man das jetzt rechnen? Da haben wir es zum einen mit den 10.000 Euro zu tun, die haben nichts mit der Rente zu tun. Die müssen einfach nur auf den Zeitpunkt 18. Also haben wir hier 1,04 hoch 18 und schon sind sie da hinten. Denn unser Q ist ja wieder 1 plus P durch 100, also 1,04. Dazu muss jetzt der Wert der Rente. Wir zahlen 1.000 Euro. 8 Jahre lang, also 1,04 hoch 8 minus 1 durch 1,04 minus 1. Und dann hätten wir das Ganze zum Zeitpunkt t gleich 8. Also wenn man sich das hier anschaut, hier ist t gleich 8,
Dies hier wäre erst t gleich 8. Das darf ich aber so nicht zusammenrechnen. Hier habe ich nämlich t gleich 18. Den habe ich schon dahin verschoben. Und damit ich das für den hier auch hinkriege, muss ich das Ganze noch entsprechend multiplizieren, nämlich mit 1,04 hoch 10. Dann habe ich auch das hier am Zeitpunkt 18. Und wenn man das dann ausrechnet und gerne wissen möchte, was ist K18, dann liefert der Taschenrechner, dass das 33.897,95 Euro ist. Und auch diese Aufgabe haben wir damit fertig gelöst. Dann fehlt nur noch die Aufgabe 12. Da haben wir einen Hausverkauf auf Rentenbasis. Der Verkaufswert, malen wir ruhig erstmal wieder ein Bild. Wenn man ein Haus verkauft, dann möchte man üblicherweise sein Geld heute haben. Das ist der Verkaufsbetrag. Das ist immer zum Zeitpunkt t gleich 0. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Wenn man noch ein Haus verkauft, kriegt man das Geld. Es wird eine jährliche Rente über 20 Jahre vereinbart. Das heißt, zum Zeitpunkt t gleich 20 ist diese ganze Geschichte abgeschlossen. Gesucht ist bei einem Jahreszinssatz von 7%, also p ist gleich 7%, eine nachschüssiger oder vorschüssiger Rentenbetrag. Da nichts da hier jährliche Rente gemeint ist, haben wir auch 20 Zahlungen, die sind jährlich. Also ist unser Q zu den Zinszuschlagsterminen wieder einfach nur 1 plus P durch 100, also 1 plus 0,07, und das ist 1,07. Also soll jetzt hier irgendetwas gezahlt werden. Hier ein R und da ein R. Das wäre im nachschüssigen Fall. Dann habe ich die letzte Zahlung irgendwie hier hinten. Machen wir erstmal den nachschüssigen Fall und schauen wir erstmal, was ist denn das Ganze wert? Wenn wir das ausrechnen wollen, dieses hier, die Rente, dann haben wir ja nur die Formel. K20 ist R mal 1,07 minus 1 durch 1,07 minus 1. Und jetzt bitte nicht die Potenz vergessen, die gehört nämlich noch da oben dran. So, aber das ist zum Zeitpunkt 20. Also hier. Das ist also bei t gleich 20. Dieses hier. Ist aber noch hier vorne, die 500.000, die sind noch bei t gleich 0. Wie bekomme ich die da hinten hin? Wenn ich die vergleichen möchte, dann muss ich das dahin rechnen. Das heißt, um das da hinten hinzubekommen, müssen meine 500.000 noch verzinst werden. Das heißt, am Schluss muss gelten 500.000 mal 1,07 hoch 20. Das ist mein Betrag K, was der Wert ist zum Zeitpunkt 20. Minus diese Rente hier. Das muss am Schluss das Haus bezahlt sein. Das heißt, das Haus hat, die Rente hat so komplett das Haus, den Kaufbetrag getilgt. Also der Wert muss 0 sein. Damit ist also, wenn man das ein bisschen anders aufschreibt, 500.000 mal 1,07 hoch 20 gleich R mal 1,07 hoch 20 minus 1 durch 1,07 minus 1. Das kann man jetzt, wenn man möchte, in Taschenrechner mit der Solve-Funktion lösen, wobei natürlich dann R die Variable x ist.
Das können Sie also eingeben. Oder wenn man das nicht so gerne benutzt, kann man auch genauso gut rechnen. 500.000 mal 1,07 hoch 20 mal dem Zähler und Nenner vertauscht, damit ich dividiere, also 1,07 minus 1 durch 1,07 hoch 20 minus 1. Und das Ganze ist dann meine Rate. Das heißt also, was muss ich überweisen? Ich muss am Schluss, wenn ich das dann ausrechne, für den vorschüssigen Fall jährlich, Quatsch, für den nachschüssigen Fall, 47.196,46 überweisen. Das ist für den nachschüssigen Fall. Machen wir ruhig ein kleines N da dran. Das ist ja das, was wir eben gerade benutzt haben. Was passiert im vorschüssigen Fall? Also das hier war alles für den nachschüssigen Fall. Im vorschüssigen Fall hat man ja hier diese Formel genommen. Ich nehme sie mal. Und hat sie mit Q multipliziert. Also hier noch mal Q. Also nichts anderes als mal 1,07. Dann haben wir den Wert der Rente im vorschüssigen Fall. Und jetzt ist wieder genau das Gleiche zu tun. Auch hier muss gelten 500.000 mal 1,07 hoch 20 ist gleich R mal 1,07 hoch 20 minus 1 durch 1,07 minus 1 und dann noch hier mal 1,07. Das heißt also, genau genommen brauche ich eigentlich nur meine Rente nachschüssig durch 1,07 teilen, dann habe ich meine Rente vorschüssig und das sind nichts anderes als 44.108,84 €. So, das waren die drei Aufgaben zur Rentenrechnung. Wir hatten dabei jetzt in der letzten Aufgabe schon eine Anlage mit dabei. Die nächsten Aufgaben auf dem Zettel sind alle so ein klein wenig vermischt und finden sich erstmal in den folgenden zwei Videos, wobei die Aufgaben 18, 19 und 20 zum selbstständigen Lösen gedacht sind.